Dieses Video zeigt ein Gespräch im Ausländeramt zwischen Frau Weidner und einem Angestellten des Ausländeramtes. Frau Weidner ist Ausländerin und möchte ihre Aufenthaltserlaubnis verlängern. Sie fragt nach einem Antragsformular. Der Angestellte erklärt ihr, dass sie das Formular per Post bekommt. Sie braucht noch andere Unterlagen, wie zum Beispiel ihren Pass, den Mietvertrag und die Lohnbescheinigungen. Wenn sie das Antragsformular ausgefüllt hat, soll sie wieder ins Büro kommen. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Sie müssen einen neuen Antrag stellen. Nein, es tut mir leid. Nach der neuen Regelung bekommen Sie das Antragsformular per Post. Tragen Sie Ihre Daten sorgfältig ein und kommen Sie dann bitte nochmals. Ja, die Liste wird beigefügt. Sie müssen noch den Pass, das biometrische Foto, Ihren Mietvertrag und die Lohnbescheinigungen für die letzten 3 Monate mitbringen. Auf Wiedersehen.